Hallo und willkommen beim Filmgemauze. Heute mit dem 1949er Film Malaya, der unter der Regie von Richard Thorpe entstand, mit einer Spielzeit von 98 Minuten. Dem Genre würde ich am ehesten die Ecke Kriegsmelodram stecken. Obendrauf vielleicht eine Prise Abenteuerfilm noch. Und der Film startet wenige Wochen nach dem Angriff auf Pearl Harbor und damit ja auch dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg, als der Freireporter John Royer zurück in die Vereinigten Staaten kommt. Er trifft sich dort mit einem Zeitungsverleger namens John Manchester. Die beiden kommen ins Gespräch und Royer kommt auf das Thema, dass doch ein Großteil der Gummivorräte der Vereinigten Staaten einem Brand zum Opfer fielen und Gummi, also beziehungsweise Kautschuk, ist eine wertvolle Ressource für das Kriegsbestreben und unabdinglich, dass es benötigt wird. Und er hätte eigentlich einen Plan. Er könnte das aus dem von den Japanern besetzten Malaya herausholen, aus dem Hinterland, und bietet es mehr oder weniger so in den Raum rein. Manchester scheint erstmal nicht interessiert, aber als Royer nach Hause kommt, bekommt er auch Besuch vom Geheimdienst. Und es stellt sich heraus, dass die US-Regierung durchaus an so einer Mission interessiert sind und dem Ganzen eigentlich zustimmen. Royer stimmt ebenfalls zu, aber nur unter der Bedingung, dass sein ehemaliger bekannter Kompagnon Carnahan, der auch ein Schmuggler ist und der aber wohl dann im Gefängnis sitzt, freigelassen wird, weil er ihn für diese Aktion nun mal benötigt. Das geschieht auch, er kriegt Amnestie und die beiden machen sich dann auf nach Malaya. Sie tarnen sich als Schiffbrüchige, als irische Schiffbrüchige, die eigentlich nur nach Dublin zurück wollen. Sie treffen vor Ort sich mit einem Barbesitzer, ebenfalls ein Schmuggler, der nur unter dem Namen der Holländer bekannt ist. Und der Mann hat aber die nötigen Verbindungen, um einen Trupp und die Möglichkeiten für so eine Aktion überhaupt erst in die Gänge zu bringen. Und es geht nun darum, die Bauern und oder beziehungsweise die auch vor allem eigentlich die Besitzer dieser Kautschukplantagen davon zu überzeugen, einen Teil ihrer ja, Lagerbestände rausschmuggeln zu lassen. Und wenn es sein muss, muss man halt eben hier auch Gewalt einsetzen. So, das wäre also mal ungefähr die Rahmenhandlung des Films. Der Film selbst beginnt erstmal mit einer viel zu langen Exposition, was die Rolle von John Royer angeht, der hier, gespielt von James Stewart, eine sehr, sehr lange Einleitung bekommt und es verlangsamt diesen Einstieg den Film ungemein. Aber wenn wir gerade dabei sind, wir könnten ja mal auf die Rollen schauen. James Stewart als John Royer, als Reporter, wir haben dann als Carnahan, den Schmuggler, Spencer Tracy, eigentlich in der etwas größeren Rolle als James Stewart. Wir haben Valentina Cortesi als Luana, eine Barsängerin, die in dem Film vorkommt. Wir haben Sidney Greenstreet als der Holländer und John Hodiak als Keller. Nun kommen wir wieder von den Rollen zurück zum eigentlichen Überblick. Wir haben natürlich jetzt Spencer Tracy noch als den Schmuggler Carnahan. Und er wirkt im Film eigentlich viel zu charmant, als dass man ihm die Rolle eines Ex-Sträflings-Schmugglers irgendwie vernünftig abnehmen könnte. Es wirkt ja überzeugend. Da gibt es mehrere Szenen, auch eine mit einem dieser Plantagenbesitzer, wo es zu einer Art Bestrafungsverprügelung kommt. Und es wirkt unglaubwürdig teilweise sogar. Der Plot liegt grundsätzlich etwas in Richtung des Charakters von Tracy, sogar ziemlich arg. Stewart ist im weiteren Verlauf des Films eigentlich immer unbedeutender. Also nicht, dass er komplett aus dem Film so richtig rausfliegt. Ja, da müsst ihr jetzt spoilern, das lassen wir jetzt lieber. Aber er ist nicht so besonders entscheidend. Also der hat schon eine Umverteilung in Richtung Spencer Tracy, der Film. Wobei man wenigstens sagen muss, das Zusammenspiel zwischen Spencer Tracy und James Stewart relativ gut funktioniert in dem Film. Die beiden haben ein paar nette Dialoge und da trifft dann auch der Patriot auf den Rashied Michters Typen und ihr wirkt dann teilweise, als wären die beiden schon fast Kontrahenten. Auf jeden Fall, die Dialoge sind gut und das sind ja auch gute Darsteller.
Und das wäre dann auch der nächste Punkt. Der Film trieft vor Patriotismus. USA, USA. Und hier ist es gerade die Rolle von James Stewart, der die meiste Form hat, in der das wiedergegeben wird, durch verschiedene Dialoge und seine grundsätzliche Einstellung. Und das ist ein bisschen schwer verdaulich. Das muss aber noch, aus heutiger Zeit kann man da vielleicht jetzt nur drüber belächeln, aber in der Zeit, in der Nachkriegszeit, 1949, dürfte das wahrscheinlich schon ein bisschen problematischer gewesen sein. Gerade so, wenn man die Verbindung Amerika-Japan bedenkt, dass das hier dann ein paar Jahre später dann noch sowas propagandamäßig dann rausgehauen wird als Film, ist ein bisschen schwierig. Es gibt im Film natürlich noch diese Barsängerin, so ein Liebesschwarm von der Figur Carnahan von Spencer Tracy. Und diese ganze Liebesgeschichte im Film, die verläuft eigentlich mehr oder weniger so ins Nichts. Und es gibt eigentlich keinen richtigen Grund, warum die überhaupt im Film drin ist. Und entsprechend wirkt sie als komplett unnötig und aufgesetzt. Will ich jetzt noch nicht mal sagen, dass Valentina Cortez hier eine schlechte Rolle spielt. Also sie hat ein paar Szenen, in der sie jetzt entweder singt, okay, das ist jetzt vielleicht die eine Sache, aber als Schauspielerin ist sie in Ordnung in ihren in kleinen Szenen, die sie hat. Aber es funktioniert zum Beispiel nicht von der Chemie zwischen ihr und Tracy. Da gibt es mehrere Szenen und das nehme ich vor allem Spencer Tracy hier nicht ab. Und wie gesagt, das ist auf mit Zwang eingebaute Liebesgeschichte hätte es meines Erachtens nicht im Film gebraucht. Wir haben noch Sidney Greenstreet ja eben hier als der Holländer. Und es war seine letzte Rolle überhaupt in einem Film. Und er spielt hier diesen Holländer als ein Mann mit wirklich Verbindungen, ein Mann, der vieles weiß und aber als Figur selbst eher ein bisschen langsam und schwerfällig daherkommt, aber nie zu unterschätzen ist. Und er stiehlt ganz klar jeden anderen in dem Film die Show. Das ist eine großartige Performance von Greenstreet und ist auch das große Highlight im Film. Also muss ich sagen, es war definitiv für mich, ich habe den Film ja vorher noch nicht mal gekannt, das war jetzt für mich auch eine Erstsichtung. Und das war das, was den Film für mich wirklich rausgerissen hat, noch ein bisschen. Wir haben die Figur dieses Zeitungsverlegers, das ist John Manchesters, der eigentlich auf der Figur des Manchester Body basiert, denn der Film basiert auf realen Hintergründen. Der kam nämlich damals auf die Idee, eben diesen Gummi aus Malaya herauszuschmuggeln und weil eben der Großteil der US-Reserven damals einem Brand zum Opfer fielen, das war eben in Fall River, Massachusetts war dort ein Lager, das eben Feuer fing und da ist er mit diesem Vorschlag dahergekommen. Im Prinzip, ja, wir haben nur eine Sache, aber noch als Nebeninfo und da steht sie ja so drauf. Es gibt am Schluss, am Ende des Films, gibt es eine Szene, in der ein US-Patrouillen-Torpedoboot gegen einen japanischen Kreuzer vorgeht. Das ist ganz interessant, denn die Szene ist eigentlich rausgeschnitten worden aus John Fords Schnellboote von Bataan, wurde dort nicht verwendet und dann hat man sie jetzt hier zum Einsatz gebracht. Ja, auch interessantes Nebenfaktwissen. Gut, das Drehbuch des Films ist fragwürdig schlecht. Was anderes kann man hier nicht mehr sagen. Es ist echt wirklich das Drehbuch, das hier den Film nach unten zieht. Und da können leider auch Darsteller wie Spencer Tracy oder James Stewart leider auch nicht mehr viel retten an dem Film. So bleibt am Ende eigentlich ein relativ mittelmäßiger Film, der zwar nie komplett abrutscht in einen schlechten Film, aber man hat irgendwie das Gefühl, gut, dieser Film ist natürlich jetzt auch entsprechend alt, aber man hat das Gefühl, das alles schon irgendwie zu oft gesehen zu haben und vielleicht dazu zu viel in anderen Filmen. Auf jeden Fall, mehr als Mittelmaß ist hier nicht zu holen. Daher auch von meiner Seite, ich gebe dem Film 5,5 von 10 Punkten
und würde mal hier sagen, eine richtige Empfehlung will ich für den Film nicht aussprechen, aber wenn sich jemand genötigt fühlt, ihn anzuschauen, vielleicht aus Gründen der Darsteller und sicherlich ist die Performance von Sydney Greenstreet, ist es vielleicht wert, mein Auge zu riskieren, aber da muss man schon viel Zeit haben, um sich für so einen Film die Zeit zu nehmen. Also nicht wegen der Spiellänge, sondern weil es viele andere Filme gibt, die ich jetzt mal leider vorziehen würde. Aber sei es drum. An der Stelle sind wir dann auch am Ende dieser Review und ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit und dann recht viel Spaß mit dem nächsten Film eurer Wahl. Bis dann. Ciao.